Liebe Freundinnen und Freunde der Violetten Garage, heute nehmen wir uns mal einen Iksu vor. Die Iksus sind aus Frankreich und gehören, zeige ich euch gleich auch weshalb, zu meinen absoluten Favoriten. Gut, schauen wir es uns mal an. Als erstes schneide ich immer die Kabel ab. So. Erledigt. Das hier ist der Handgriff, das ist einer der Gründe, weshalb ich die Iksus so toll finde. Die haben einen unglaublich tollen Handgriff. Ich liebe da oben diesen Deckel. Ich finde den absolut großartig. Ich glaube, man macht sich die Sache einfacher, wenn man den hier auch ein bisschen abschneidet. So. Drehen, 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 drehen. So. Und da kommt auch schon. Und da kommt auch schon die Spule raus. Das seht ihr, so sieht die aus. Ist unten ein bisschen oxidiert. Hier machen wir mal vorsichtig das Papier runter. So. Gut, und jetzt könnt ihr hier sehen, da gehen also zwei Verbindungen rein. Die werde ich jetzt gleich mal auflösen. So. Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Das ist einfach, finde ich, und sehr schön gemacht. Ich mache dann nachher überall ein bisschen WD-40 drauf, weil die Kontakte sehen oxidiert aus. So sieht die Spule aus. Ich gebe gleich mal ein bisschen was ab. Und die da oben auch. So, da ein bisschen drauf. Seht ihr, da unten habe ich auch ein bisschen drauf, das lasse ich jetzt einziehen. So, gut. So, dann mache ich das mal wieder provisorisch darüber. Und später wieder dran. So. Der Iksu, der hat seine Schrauben hier unten. Ups. Das sind ziemlich lange Dinger. Da sind 1, 2, 3, 4 Stück drin. Wenn man die runter hat, kann man eigentlich ganz schön aufmachen. So, so sieht das Teil aus. Auffällig beim Iksu ist, diese Kabel, die werden immer da unten durchgeschoben. Die gehen tatsächlich so, kriegen die auch einen gewissen Zugschutz. Nicht schlecht. Das sind die einzigen, glaube ich, die es machen. Bei dem hier, das ist das Stromkabel, geht es genauso. Das läuft unten durch und kommt dann hier raus. So, schaut, so sieht es aus. So, der Kondensator hat bessere Zeiten gesehen. Ihr seht, da ist schon Wachs. Da ist schon Wachs drin. Das heißt, wir können also damit rechnen, dass der undicht war oder undicht geworden ist. Ich schaue mir mal an, wie der fixiert ist. Okay, da müssen wir einiges aufmachen, wenn wir das so rumtun. Das mache ich jetzt mal. Ich baue das jetzt mal in aller Ruhe aus, das Teilchen, und dann melde ich mich wieder. So, jetzt geht es mit der lustigen Reparatur weiter. Ich war schon mal ein bisschen fleißig in der Zwischenzeit. Ich habe hier den Kondensator eingebaut. Ich habe die alten Schrauben genutzt und die alten Muttern und habe ja hier die Verbindungen hergestellt. So, mal ein Blick auf den Wagnerschen Hammer. Den finde ich recht interessant. Der ist also relativ dick, der Kern. Hier merkt ihr, da ist gerade jede Menge Abstand von der Zunge. Aber ihr seht auch, schaut, wenn man das reindreht, dann wird der Kontakt härter. Diese zwei Plättchen sind recht oxidiert, die werde ich jetzt noch mit Sandpapier sauber machen. Ich habe schon ein bisschen Entroster auf die Metallstäbe drauf.
Und ich habe hier noch ein bisschen die Mechanik mit meinem WD-40. Eigentlich habe ich da eher so ein Multispray. Das macht Entrüstung und hat auch so einen Kriechöl-Effekt. So. Und damit mache ich eigentlich die beweglichen Teile nochmal ein bisschen noch beweglicher. Okay, gut. Ein Kabel habe ich schon reingemacht. Das ist das hier. Und jetzt mache ich das andere rein. Ich drehe das mal so für euch. Könnt ihr das besser sehen? Gut. Im Wesentlichen ist das eigentlich so, dass man hier, man muss die Schrauben lösen. So, da ist unten eine Mutter dran, das ist wie bei der anderen Seite. So. Gebogen. So, ist das ja. Ich schnapp mir mal mein Kabel. Das habe ich schon vorbereitet. So, das ist ein bisschen zu kurz. Das heißt, ich muss das noch ein bisschen verlängern. Also zum Verlängern schiebt man den Stoff ein bisschen runter. Und dann kann man hier eigentlich ein bisschen kräftig ziehen. Ich helfe mir da noch ein bisschen. So. Und gut. Gut, und jetzt schneide ich den Kram hier ab. Das Textil. Und ein bisschen abflammen. So. Da haben wir es schon. Okay. Gut. Den hier nehme ich weg. Den braucht man nicht. Jawohl. So. Fange ich an, mir meine Ösen zu drehen. So. Ich mache das immer so. Also hier wird gedrillt. So. Und hier geht's da rein. Und hier geht's da rein. So. Okay, jetzt machen wir das wieder drauf. Ah, wir müssen noch enger. Wie rum war das jetzt? Da rum. Okay. Der geht hier drauf. Ja. Drauf. Und der andere geht hier drauf. So. Ich mache das mal so rum. Dann habe ich das Gefühl, ich kann das besser kontrollieren. So. Okidoki. Das hängt jetzt schon mal dran. Und jetzt nicht vergessen, die Dinger gehen immer da unten durch. Als Zugschutz, wie schon gesagt. So.
Seite ist die Kamera umgeflogen. Ich richte die mal wieder. Ach, das geht eigentlich gut. Das geht ja gut. So, also. Kommt es hier dadurch. Okay. So. Das ist jetzt natürlich echt blöd. Hier ist mal der Kondensator richtig im Weg. Muss ich nachher schauen, wie ich das mache. Schau. Kondensator dahin platziert. Und jetzt komme ich da nicht richtig da rein. Da werde ich in jedem Fall hier so einen Kunststoffüberzug machen, dass sich da das Material nicht aufribbelt. Moment. Ihr seht gleich, was ich mache. So. Schaut. Ich werde da nachher mit dem Schrumpfschlauch, oder kann es eigentlich auch gleich jetzt machen, so eine Aufrippelsicherung drauf machen. Ich gehe ein bisschen weiter rein. So. Schrumpfschlauch drauf, weil wir nicht wollen, dass ich das bei nächster Gelegenheit, dass ich einfach das Stoffkabel da wieder auflöse, weil es halt an diesen Kanten reibt. So. Okay. Gut. Und das war das. Jetzt lege ich das mal ein bisschen zur Seite und kümmere mich mal mit euch um den Handgriff. Haben wir gerade vorher ja schon aufgemacht. So. Okay. Da brauchen wir zwei kleine Schrauben. Die habe ich hier drin. Ja. Okay. Gut. So, mal ein bisschen konzentrieren. Ich brauche hier mehr Kabel. Okay. Ich brauche nur zwei Adern, nicht mehrere. Gut. Das heißt, ich nehme hier meine Zange und gebe mir hier noch ein bisschen mehr Spielraum. Das hier habe ich anscheinend verletzt. Das machen wir weg. So. Gut, jetzt haben wir die zwei. Ich schwärme das mal ein bisschen ab. So, dann kommt der hier da drauf. Nicht, dass ich zum Schluss wieder fertig bin, aber den Deckel noch habe. So, der ist scharfkantig, das heißt, da machen wir auch gleich nochmal ein bisschen Schrumpfschlauch drüber, über diese Veranstaltung. Da freue ich mich ein bisschen länger sein. Manche nehmen auch solche Tüllen. Ich glaube, das heißt Tülle. So ein schwarzes Ding, was man da so reinstopfen kann. Ich bleibe bei meinem Schrumpfschlauch. Da bin ich ein bisschen konservativ. So. Die Tüllen kann ich eigentlich nicht so leiden. So. Und wo ist die Wärmeding? Wärmeding, sie kommt jetzt. Da. Gut. Okay. Jetzt müssen wir da eigentlich relativ knapp ran. So, das heißt, ich
mache wieder die bewährte Schlaufentechnik. Das schneide ich ein bisschen ab. Etwas so. Ich möchte nicht, dass die Schlaufen zu lang werden. So, hier das gleiche. So, die Schlaufen setze ich dann über die Messingösen drüber. Wenn ich so weit bin. So. Okay. Hier ist die Schlaufe 1. Hier ist die Schlaufe 1 und hier kommt die Schlaufe 2. So, Schrauben drauf. Ey, passt das? Ja, gerade so, das ist gut. Das muss gerade so passen. Das darf nicht richtig viel mehr Platz sein. Und wo ist der Fasenprüfer? Da ist er. So, ich hoffe, ihr seht nicht so prüfen. So, schaut. Oh nee. Nochmal. So, aber jetzt muss das Teilchen rein. Hoppala. Das quietscht aber ganz schön rum, das Teil. Boah. Das habe ich auch noch nie gehört, okay. Gut, und hier nochmal na, dasselbe. So. Das geht irgendwie besser. Das ist schon lustig, wie das quietscht. Das Papier. Das Papier hatte schon mein Hund erwischt. Anscheinend ja. Okay. Gut. Also. Dann gehe ich jetzt mal auf die Suche nach einem Schraubschlauch. So, erstaunlicherweise war das gar nicht so problematisch. Die Chefin der Garage hat natürlich Bescheid gewusst, wo es die Kabelbinder hat. Hier sind sie. Ich mache jetzt das da drauf, weil ich nicht will, dass diese Kabelenden vorne rausgucken dann. Zum Griff seht ihr gleich, was ich damit meine. So. Gut. So sieht es jetzt aus. Das sieht gut aus, das heißt, ich mache das jetzt mal da rein und ihr seht, da hinten kann das nicht rausrutschen. Und jetzt ist auch hier durch den Schrumpfschlauch geschützt. Ich nehme jetzt das Oberteil und mache das schön wieder da drauf. Ich liebe diese Oberteile, falls ich es noch nicht erwähnt habe, von dem XU. Die sind einfach super grandios. So, absolut fest, klappert, wackelt nichts. So, gut, jetzt kommt das spannende Teil. Jetzt kommt ein kleiner Funktionstest. Ja, der Funktionstest. So, ich schaue als erstes nochmal hier, wie viel Volt haben wir eigentlich. Der XU, der hat hier so einen Umschalter.
Und das ist total wichtig, dass der Kontakt hat. Je nachdem, welchen Knopf ihr drückt, kriegt er entsprechend auf der Seite Kontakt. So. Der auf der gegenüberliegenden. Wenn ich den weißen Knopf drücke, kriegt er da drüben Kontakt. Und wenn ich den für 220 Volt drücke, dann hat er da Kontakt. So, also da brauchen wir Strom drauf, damit die Spule überhaupt anspringt. Gut. Also, wir haben 220 Volt reingedrückt. So, das sieht gut aus. Jetzt suche ich mal meine Steckdose. So, und da haben wir es ja auch schon. Gut, ich mache jetzt noch mal den Kontakt hier weit auseinander. Schaut. Ich teste das natürlich immer erstmal mit Abstand, weil ich nicht will, dass das Gerät gleich total abartig losrattert. Und wieder mal die Kindersicherung im Weg. So kurz und ehrlich. So. Kindersicherung. Alles klar. Gut. So, jetzt schauen wir mal. Okay, das Teil hat Kontakt. Und es passiert gar nichts, weil ich die Steckdose ausgeschaltet habe anscheinend. Ich drehe nochmal raus. Jetzt mache ich an. So, jetzt wollen wir mal sehen, dass da was funktioniert. Ja. Jesus Maria, jedes Mal der Schreck. So. Ihr macht es wirklich schon lange, aber ich erschrecke jedes Mal wieder. So, gut. Das geht alles gut. Das raucht noch ein bisschen, weil ich ja mein Reinigungsspray drauf habe. Jetzt möchte ich dann mal sehen, wow, schaut mal, wie locker die Zunge ist, die kann das ganz rausdrehen und die rattert aber trotzdem noch weiter. Ne, jetzt hört sie auf. Das ist ja interessant, schaut, die vibriert noch nach. Okay, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Wir machen jetzt mal einen kleinen Test. So, ein kleiner Test. So, mal anmachen. Mal reindrehen. So, jetzt mal schauen, was macht die Elektrode. Okay. Das sind Dinge, die wir so natürlich alle nicht haben wollen. Gut, das Gerät hat jetzt die Arbeit aufgehört. Jetzt gibt es nochmal was zu tun. Oder habe ich das Ding wieder ausgemacht? Nö. Also, perfekt. Habe ich noch mal ein bisschen Arbeit. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, das Problem war super leicht behoben. Ich habe nämlich hier aus Versehen das Ding hier genau in die Mitte gestellt und dann kriegt natürlich keines von beiden Blättchen Strom. Ich drücke jetzt noch mal schnell. Habe noch mal gerade voll eine abgekriegt. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Wir versuchen jetzt nochmal, was mit dem Handgriff los ist. So, passiert hier schon was? Also machen wir noch ein bisschen mehr Power drauf. Also, ihr seht, dieses Ding funktioniert. Soweit also ist die Reparatur vom X-Zug gelungen. Ich baue jetzt nochmal alles zusammen. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und ihr geht alle schön zur Europawahl. Bis bald.